Ja, wir haben uns hier wieder eingefunden am Benno-Haus. Heute habe ich hier zu Gast Frau Klein-Schmeink von den Grünen. Sie stellt sich heute unseren Fragen zur Familienpolitik hier in Münster. Wir haben hier Platz gefunden auf einem wunderschönen Spielplatz direkt neben dem Benno-Haus. Und passend zum Thema natürlich will ich auch gleich in diesem Bereich anfangen. Bei den Kindern, die eigentlich diesen Spielplatz hier nutzen, die in dem Kindergartenalter sind in der Regel, und habe dazu Fragen zur Tagespflege. Frau Klein-Schmeink, die Gleichwertigkeit von Kinderbetreuung in der Tagespflege sowie in den Kindergärten ist laut Kinderbildungsgesetz vorgesehen. Sehen Sie diese Gleichwertigkeit der unterschiedlichen Bereiche, eben die Betreuung durch Erzieherinnen in den Kindergärten auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Betreuung durch Tagesmütter oder Tagesväter, also Tagespflegepersonen? Also ich sehe sie nicht ganz grundsätzlich gegeben, sondern da haben wir durchaus noch Defizite, sowohl in den Großtagespflegestellen als aber auch in den kleinen. Das eine geht um die Entgelte für die Tageseltern und das andere vor allen Dingen auch darum, mit dem Kiebitz, aber auch mit der Inklusion beispielsweise, mit der Förderung von Kindern mit Handicaps, mit Einschränkungen, ist einfach der Bildungsauftrag auch an die Tagespflege ja gestiegen und dem müsste man auch entsprechend gerecht werden. Die Grüne Fraktion hat da ja auch schon ein paar inhaltliche Initiativen ergriffen, die ich sehr richtig finde. Und ich hoffe, dass das in Zukunft dann auch zum Tragen kommt. Beim letzten Haushalt ist es ja da leider nicht gelungen, dafür eine Mehrheit zu finden. Können Sie da konkreter von den Inhalten, Sie sprachen mit verschiedenen Inhalten, da einige Inhalte für die Zuschauer erläutern oder kurz erwähnen? Wenn Kinder mit Entwicklungsverzögerung beispielsweise in einer Tagespflege sind, dann haben die natürlich einen anderen Betreuungs- und Förderbedarf, wo sich auch die Tagespflegeeltern darauf einstellen müssen, Fortbildungen brauchen, auch in Anspruch genommen haben, aber dann leider nicht dafür auch entgolten werden, dass sie eine anspruchsvollere Aufgabe übernehmen als vorher. Und ich glaube, gerade weil wir in Münster gerade der Tagespflege ja einen sehr relativ großen Anteil aus der unter dreijährigen Betreuung zugesprochen haben, müssen wir den Förderauftrag auch ernst nehmen und da sowohl in die Fortbildung, aber auch in die Entgelte investieren. Wie sieht das im Bereich der Ausstattung aus? Sind da die Tagespflegepersonen ähnlich oder gleich ausgestattet wie Kindergärten? Sind sie natürlich nicht. Auch da muss man sagen, da hat es ja auch eine Initiative gegeben, dass man einen Mietkostenzuschuss schafft, um über einen Pool dann die Kosten auch besser abfedern zu können. Auch da muss langfristig mehr passieren. Es kann nicht sein, dass wir fast ein Drittel der Tagespflege quasi zuerkennen oder sagen, ein Drittel fast bringen wir in der Tagespflege unter und lassen sie dort betreuen und fördern. Dann muss ich dem auch gerecht werden über Mietkostenzuschüsse und auch die Entgelte. Wir haben aktuell wieder vor Augen einen weiteren Kita-Streik durch die Erzieher, die bei der Stadt angestellt sind. Ab Mitte Oktober ist es äußerst wahrscheinlich, dass wieder es zu streikbedingten Ausfällen in den Kindertagesstätten kommt. Haben Sie eine Vorstellung, wie eine Betreuung dann weiter aussehen soll, muss, was die Stadt jetzt oder das Jugendamt, was gemacht werden muss, um die Eltern entsprechend abzuholen, mit ihrer Sorge eben, dass sie nicht wissen, wo ihre Kinder bleiben? Also vorweg gibt es ja noch einen ganz anderen wichtigen Schritt und das ist das Gespräch mit den Gewerkschaften und den Erzieherinnen, weil das Anliegen ist ja ein durchaus nachvollziehbares. Der Schlichterspruch war einer, wenn man sich das anschaut, über die Streckung über die Jahre, ist das ja kein besonders großer Sprung sowohl bei der Anerkennung als auch bei den Entgelten, sodass ich denke, da ist jetzt die öffentliche Hand gefordert, vernünftige Gespräche zu führen, sodass es gar nicht erst zu einem Streik kommt.
Glauben das ist das Sie, Erste, was das zu tun ist. Und da würde ich auch als Oberbürgermeisterin im Rahmen der kommunalen Familie meinen Einfluss geltend machen, dass es zu einer vernünftigen Lösung kommt und wir diese Belastung für die Eltern auf der einen Seite vermeiden, aber auch zu den Erzieherinnen hin ein passendes Signal geben, nämlich der Wertschätzung ihrer Arbeit. Wir haben jetzt den Streik, Kita-Streik genannt. In den Medien wird auch in der Regel von Kita-Streik gesprochen. Das ist eigentlich nicht ganz korrekt. Auch Betreuer aus anderen sozialen Berufen sind davon betroffen und sind im Streik. Unter anderem auch Erzieher im Bereich des offenen Ganztags. Dort ist es nicht zu so großen Ausfällen gekommen, weil eben die Stunden, die dort fehlten, durch Lehrer und geringfügig Beschäftigte aufgefangen wurden. Bleiben wir beim OGS. Aus Ihrer Sicht einmal als 6-7-jährige Schülerin, die Sie jetzt vielleicht mal gedanklich wären, wie würden Sie sich so einen offenen Ganztag als Schüler vorstellen? Wie würde ein Tag ablaufen nach Unterrichtsschluss? Ganz grundsätzlich würde ich mir wünschen, dass Schule und offener Ganztag stark miteinander verbunden wären, insofern als dass eine ganz andere Rhythmisierung auch beim Lernen möglich wäre, weil es im Grunde ja die Idee eines Ganztages ist, dass man nicht die komplette Wissensvermittlung auf bestimmte Stunden konzentriert und den Rest spielen, sondern dass man tatsächlich eine gute Strukturierung bekommt, sodass Bewegungseinheiten, Spieleinheiten und gleichzeitig Wissensvermittlung, Kenntniserwerb gut miteinander verbunden wären. Wir haben den offenen Ganztag, der diese Bedingungen ja so noch nicht schaffen kann. Aber ich würde mir schon wünschen, dass wir den offenen Ganztag tatsächlich als Förderbereich begreifen und als einen Bereich, der auf der einen Seite viel Begleitung, viel soziales Lernen ermöglicht und auf der anderen Seite aber auch Förderung ermöglicht, gerade für diejenigen, die zu Hause eben nicht die Eltern haben, die hinterher noch die Hausaufgaben mitbetreuen können, die beim Spracherwerb beispielsweise Leseübungen mitmachen und so weiter. Und da würde ich mir einen richtigen Qualifizierungsschub wünschen. Wir haben heute eine Vielzahl von geringfügig Beschäftigten im offenen Ganztag, wenig Erzieherinnen, die dann wiederum auch enormes leisten müssen und koordinieren müssen in diesen 25 bis 30 Stunden Stellen. Und da meine ich, brauchen wir einen richtigen Qualifizierungsschub und auch das Angebot an diejenigen, die heute in geringfügiger Beschäftigung sind und qualifiziert sind, dann in wirkliche Arbeitsverhältnisse übernommen zu werden, sodass man auch feste Teams in den Schulen bilden kann. Wir haben hier heute auch eine Vielzahl von Kontaktpersonen. Auch das ist für die Kinder durchaus problematisch, wenn ich ständig wechselnde Ansprechpersonen habe, die ja auch nicht den sagen wir mal, Entwicklungsgang der Kinder wirklich nachvollziehen können. Wir haben da jetzt so ein bisschen die Sicht des 7-8-Jährigen verlassen. Das ist ja eher so das, wie man sich als Erwachsener das vorstellt und was dahinter stecken sollte. Als Kind ist es ja vielleicht eher so, ich möchte da rumtollen, ich möchte mit meinen Freunden spielen etc. Ich möchte Platz haben, ich möchte Raum haben, ich möchte Erfahrungen machen können und so weiter. Das scheint ja auch vor dem Hintergrund der neuen Raumstrukturen oder Anforderungen, die da sind, kaum machbar. Es gibt einige Schulen, die befürchten, dass sie 50, 60 Kinder in einem Klassenraum im Idealfall einen multifunktional zu nutzenden Raum zur Verfügung haben und wie man so eine Menge an Kindern dort unterbringen soll, ohne dass es zu gewissen Beengungen kommt, ist ja kaum vorstellbar. Glauben Sie, dass entsprechende Rahmenbedingungen in der Kürze der Zeit, sage ich mal, also in kurzer Zeit geschafft werden können? Oder muss man da einfach sagen, das ist momentan Utopie?
In der Tat, um nochmal in die Rolle des 6-7-Jährigen zu schlüpfen, ist es ja ganz, ganz wichtig, dass ich Zeiten für Bewegung, Raum für Bewegung habe, aber auch gleichzeitig den Schulraum als Lebensraum empfinden kann. Also, dass ich da wirklich einen Bezug zu habe, mich darin wiederfinde, meine Rückzugsinseln dort habe und so weiter. Und davon sind wir tatsächlich weit entfernt. Ich glaube, das ist auch eins der größten Versäumnisse der letzten 6 Jahre, weil wir ja an der Stelle in keinster Weise vorgebaut haben, sondern im Grunde überrascht sind über die hohe Inanspruchnahme der Eltern der OGTS-Angebote. Natürlich ist es so, wenn ich eine gute Kita-Betreuung habe, dass ich dann als Elternteil dann auch die Vorstellung habe, das setzt sich in der Schule fort. Und das wird ja auch erstmal so suggeriert, aber wir kommen dem von der Qualität noch in keinster Weise nach hier in der Stadt Münster. Das finde ich ein großes Versäumnis und ich würde mir da für die nächsten 5 Jahre einen dicken Sprung wünschen. Und das heißt auch, dass ich sehr konsequent darauf schauen muss, Räume zu nutzen, zusätzliche Räume anzumieten in dem Schulkontext, weil nicht immer kann man in den Schulen auch aufbauen und aufsetzen und dort weitere Räume schaffen. Aber da müssen wir ganz konsequent durchgehen im Rahmen dessen, was dann vor Ort möglich ist mit kurzen Wegen. Und da spielt natürlich auch der Bewegungsdrang der Kinder eine Rolle. Im Sommer mag man den auf dem Schulhof einigermaßen und den mit der Turnhalle abdecken können. Aber es muss auch die Möglichkeit für kreative Entfaltung geben. Und dafür braucht man Platz. Durch mehr Flüchtlinge, die kommen und die wir aufnehmen, die wir willkommen heißen, kommt es natürlich ebenfalls zu Verschärfungen in dieser Situation. Das heißt, auch von dieser Seite kommen Kinder, die einfach die Betreuung in Anspruch nehmen. Insgesamt herrscht ja in Münster, kann man ganz klar sagen, parteiübergreifende Einigkeit darüber, dass die Flüchtlingspolitik eine gute ist, dass die Stadt, die Bürger der Stadt eine Willkommenspolitik betreiben auch und eine gute Einstellung im Prinzip zu den Flüchtlingen haben. Es gibt viele ehrenamtliche Helfer. Nichtsdestotrotz steckt dahinter gleichzeitig die Sorge, dass natürlich dadurch, dass gewisse Gelder natürlich auch gebunden sind durch die Versorgung der Flüchtlinge, dass in anderen sozialen Bereichen es zu Einschnitten kommen wird. Sehen Sie diese Sorge als berechtigt an? Ganz grundsätzlich ist es natürlich so, dass wir darüber, dass wir so einen immensen Zuzug haben von Flüchtlingsfamilien, da auch die Aufgaben in allen Bereichen der Jugendhilfe und der Schulen immens ansteigen. Für mich ist das ein ganz klarer Auftrag dafür, die jeweiligen Einrichtungen nicht alleine zu lassen, sondern durch Sozialpädagogen und zusätzliche Erzieherinnen da zu unterstützen mit verschiedenen Methoden. Es gibt ja ein paar Projekte, die auch schon sehr bewährt sind, die wir dann in die Fläche bringen müssen. Zusätzlich ist es sehr, sehr wichtig, die Hilfen, die es in einem Stadtteil gibt, auch gut miteinander zu vernetzen, dass wir nicht Dinge doppelt tun, sondern sehr gezielt auf der einen Seite fördern, aber auch Sprachunterricht beispielsweise, Hinführung in die Kultur mit erleichtern. In der Regel sind das ja Angebote, die sowohl die Kinder umfassen müssen, als auch die Familien im weiteren Sinne. Und da dürfen wir die Einrichtung nicht alleine lassen, sondern da brauchen wir ganz gezielt Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, die da zusätzlich ergänzend in den Schulen eingesetzt werden, die dann die Probleme von Familien, sich zurechtzufinden und so weiter mit abfedern. Weil das ist in der schon sowieso schlechten Struktur des OGTS im Moment, also der ja sowieso schon am Rande dessen ist, was man leisten kann und dringend sowieso verbessert werden muss, muss das als Zusätzliches dazukommen. Ja, wir sprachen von der Willkommenskultur der Münsteraner. Es gibt viele Münsteraner, die ehrenamtlich helfen wollen. Was haben Sie da für Ideen oder Vorstellungen, die Bürger dahin zu führen, dass sie ihr Ehrenamt wirklich voll wahrnehmen können und auch entsprechend geschult sind und informiert sind im Umgang mit Flüchtlingen zum Beispiel?
Wir haben ja sowohl bei den Kirchengemeinden als auch in Nachbarschaftsinitiativen oder aber zum Beispiel bei der GGUA sehr viele Ehrenamtliche, die tätig sind, entweder in der Schulaufgabenbegleitung, im Spracherwerb, Unterstützung, im Hinführen zu Sportangeboten und so weiter. Und da ist es sehr, sehr wichtig, dass ich diese Ehrenamtlichen begleite, coache, damit sie in Situationen nicht überfordert sind, weil es natürlich sein kann, dass man mit sehr komplexen sozialen Lagen zu tun bekommt, mit psychosozialen Schwierigkeiten. Und da ist es sehr, sehr wichtig, dass die Ehrenamtlichen nicht alleine bleiben, sondern sich Rat holen können und auch immer regelmäßig die Möglichkeit haben, dann in Gesprächen sich auszutauschen und Tipps zu konkret erhalten. Zur Betreuung der Flüchtlinge. Ist Ihnen da bekannt, dass entsprechende Maßnahmen in Münster laufen und auch ausreichend Ehrenamtliche mitgenommen werden, um nicht Gefahr zu laufen, dass Ehrenamtliche, die sich engagieren wollen, aufhören und sagen, ich mach's nicht, weil einfach niemand da ist, der mich entsprechend mitnimmt oder mich auf diese Situation, die mich dann tatsächlich erwartet, vorbereitet hat. Also es ist in der Vergangenheit schon immer auch Anliegen der Grünen-Ratsfraktion gewesen, da Mittel zusätzlich bereitzustellen. Das hat sich ja dann auch in meinen Haushaltsanträgen niedergeschlagen. Noch im letzten Haushalt sind ja zusätzliche Mittel für solche Begleitungsprojekte bereitgestellt worden. Ich nenne mal dieses Projekt Schlauberger bei der GGUA, aber es gibt ja auch andere. Es gibt dieses Projekt Fallscouts, wo eben in den Schulen auch geguckt wird, wo sind Problemlagen und dort Ansprechpartner anzubieten und strukturierte Wege, wie dann Ehrenamtliche mit einbezogen werden können. Da müssen wir sehen, dass diese Mittel verstetigt werden und entsprechend der Fallzahl, die wir jetzt auch haben, dann auch eingesetzt werden können. Es ist ganz, ganz klar, dass wir für den nächsten Haushalt sehr viel stemmen werden müssen. Ich hoffe, dass die Bundesebene da endlich einlenkt und nicht nur Versprechen macht, sondern jetzt auch tatsächlich fallzahlbezogen zusätzliche Mittel in die Kommunen lenkt. Sonst wird das kaum zu stemmen sein. Das muss eine wichtige Ebene sein, wie man versucht, zusätzliche Einnahmen in die Kommunen zu holen. Da würde ich mich als Oberbürgermeisterin auch sehr stark für machen. Das ist das eine. Und wir müssen einfach sicherstellen, ganz egal wie die Grundsituation ansonsten ist, dass wir diese Abfederung auf jeden Fall gewährleisten. Weil ich glaube, eine gelungene Integration ist das Wichtigste, was wir tun können, weil wir im Grunde ja diese Familien gut hier in Münster gebrauchen können. Die Bevölkerung ist sehr bereit, sie willkommen zu heißen. Wir müssen aber auch die Strukturen dafür schaffen, dass das dann auch gut gelingen kann. Vom Thema Willkommenskultur in diesem Bereich Flüchtlinge, Integration, Sie benutzen diesen Begriff, zum Thema Inklusion. Inklusion in Schulen und anderen Tageseinrichtungen. Ich frage mal ganz pauschal, Inklusion um jeden Preis? Ich glaube, die Inklusion ist ein Auftrag, den wir sehr ernst nehmen müssen, der sehr, sehr lange vernachlässigt worden ist, aber der auch Zeit braucht. Der braucht Zeit, umzudenken, insgesamt alle Angebote so zu denken, dass Menschen mit Behinderung, Menschen mit Handicaps die Chance haben, teilzuhaben. Das ist etwas, was für alle ein wertvoller Beitrag ist, der aber nicht so ohne weiteres in allen Systemen schon einfach so von jetzt auf gleich umsetzbar ist, weil der sehr viel Umdenken erfordert, neue Strukturen erfordert, aber auch räumliche Bedingungen, die zum Beispiel Rückzugsräume an den Schulen möglich machen, kleinere Klassengrößen notwendig machen, kleine Gruppenbildung in den Kitas zum Teil notwendig machen. Und diese Dinge sind erst über einen längeren Zeitraum wirklich optimal zu gestalten. Dafür brauchen wir Zeit. Und wir brauchen den Willen, das auch wirklich zu tun. Und in dem Sinne geht es nicht um jeden Preis, sondern es geht eigentlich um eine Frage, wie viel Zeit
haben wir für diesen Umgestaltungsprozess und ist der gut abgefedert. Deshalb halte ich es auch dafür für sehr, sehr wichtig, dass wir ergänzend zu dem beispielsweise im Schulsystem, was über die Landesebene zur Verfügung gestellt wird, ergänzende Kräfte zu haben, einfach damit man die notwendige Assistenz auch wirklich gewährleisten kann, die da zu bringen ist. Zum nächsten Thema, familienfreundliches Wohnen. Können Sie mir einfach 5 Aspekte nennen, die für Sie familienfreundliches Wohnen hier in Münster ausmachen? Familienfreundliches Wohnen setzt voraus, dass ich Möglichkeiten habe, mir zu begegnen, anderen Kindern zu begegnen, anderen Familien zu begegnen, dass ich Möglichkeiten habe, schnell von meiner Wohnung aus Bewegungsfläche zu haben, ansprechende Erlebnisräume zu finden, dass ich Verkehrssicherheit habe. Es setzt voraus, dass ich kurze Wege habe, um eben auch andere Kinder zu treffen. Das heißt, ich brauche im direkten Wohnumfeld sowohl Kinderspielplätze, freie Bewegungsflächen. Ich brauche offene Schulen, offene Kitas, die eben nicht nur so für die Betreuungszeiten gedacht sind, sondern auch etwas sind, ein Ort, wo als Kind ich gerne hingehe und mich wiederfinde und das ein Stückchen auch als mein Zuhause begreife. Wie weit sehen Sie das hier in Münster gegeben? Und wo sind Ihrer Meinung nach die großen Baustellen, um dieses Bild tatsächlich zu vervollständigen oder vervollkommnen? Da sind wir leider in ganz großen Teilen weit entfernt. Man muss schon sagen, in einer reichen Stadt wie Münster trotzdem eine Situation zu haben, dass jedes 6. Kind in Armut aufwächst, das ist erstmal erschütternd, weil von den Standortfaktoren her müssten wir eigentlich eine, sagen wir mal, durchlässigere Gesellschaft haben. Das ist das eine. Das andere ist, viele Familien haben damit zu kämpfen, dass sie kaum noch bezahlbaren Wohnraum in Münster finden. Entweder sehr, sehr beengt leben oder aber zum Beispiel, wenn das zweite Kind kommt, dann tatsächlich entscheiden müssen, ich ziehe nach außerhalb, weil ich die größere Wohnung in Münster erstens nicht finde, zweitens aber auch nicht bezahlen kann, wenn ich eine finden würde. Und das darf so nicht sein. Auch da ist ein schweres Versäumnis der letzten 10 Jahre, dass nicht darauf geachtet worden ist, dass wir insbesondere im Mehrfamilienhausbereich genügend familienfreundliche Wohnformen haben und Wohnmöglichkeiten haben und auf der anderen Seite aber auch gegengesteuert wird gegen einen Modernisierungsprozess, der eher dazu führt, dass Single-Wohnungen gebaut werden, größere Wohnungen umgewandelt werden. Wir müssen wieder dafür sorgen, dass Familien in Münster wohnen können. Wo muss Politik da als erstes ansetzen? Wir brauchen auf der einen Seite feste Regelungen, die sicherstellen, dass bei neuen Baugrundstücken wir erstens einen festen Anteil von Mehrfamilienhauswohnungen schaffen, weil wir Mietwohnraum brauchen. Die jungen Familien wollen heute sehr, sehr oft, brauchen erstmal Mietraum und können nicht sofort in Einfamilienhaus investieren. Viele wollen das auch gar nicht. Und gleichzeitig brauchen wir klare Quoten auch für preisgebundenen Wohnraum, damit eben auch die einkommensschwächeren Familien Wohnraum überhaupt finden können. Das müssen wir als Planungsvorgabe durchsetzen. Seit 2 Jahren gibt es ja die sozial gerechte Bodennutzung, auch auf Initiative der Grünen-Fraktion hin. Die Umsetzung hat leider sehr gehapert. Also wir haben jetzt etliche Baugebiete, wo das noch nicht umgesetzt worden ist. Das muss dringend in der kommenden Zeit gemacht werden. Zusätzlich müssen wir schauen, dass da, wo wir Flächen haben, die frei werden könnten, die saniert werden müssen, wie zum Beispiel der Güterbahnhof oder aber auch die Kasernengelände so bebaut werden, dass wir bezahlbaren Wohnraum erhalten. Abschließend die Frage, haben Sie einen Bereich in der Familienpolitik, ein Anliegen, wo Sie ganz persönlich sagen, so, das ist mir eine Herzensangelegenheit, da würde ich gerne ansetzen, da würde ich gerne was machen,
Da würde ich vielleicht gerne etwas Neues einbringen, was Münster so bisher noch nicht hatte. Haben Sie da irgendwie ein Steckenpferd? Also mir wäre wichtig bei den gerade bei der Wohnungspolitik beispielsweise, dass wir feste Quoten für besondere Wohnformen festlegen, wenn sich zum Beispiel Familien zusammentun, um gemeinsam Wohnformen entweder genossenschaftlich voranzubringen, dann würde ich das sehr, sehr gerne unterstützen. Ich würde es befürworten, dass wir da bei der Vergabe sogar feste Quoten für haben, auch für Wohnprojekte alt und jung. Auch das ist etwas, wo wir darauf achten müssen, dass wir lebendige Stadtteile behalten. Und da fände ich es ganz, ganz wichtig, dass wir so etwas wie Quartiersmanager haben, die sich eben ein Stückchen um die Belange in den Quartieren kümmern. Wir haben oft nur die Innenstadtareale im Blick, aber gerade auch in den Außenstadtteilen haben wir zunehmend älter werdende Bevölkerung. Und da müssen wir schauen, dass wir einen guten Mix von Alt und Jung erhalten. Und dazu braucht es einfach Kümmerer, die schauen, wie können wir gut zusammenleben und was kann man dafür tun. Gut, danke schön. Das war es auch schon an dieser Stelle. Danke für Ihren Besuch und dass Sie hier die Fragen beantwortet haben, so ausführlich. Hoffe, dass damit das Bild beim Wähler ein bisschen noch vervollständigt wurde. Und wir geben jetzt den Spielplatz wieder frei für die Kinder. Man hört sie schon im Hintergrund spielen. Das ist dann für den heutigen Tag noch unser Beitrag für die Familienpolitik hier in Münster. Ich danke fürs Zusehen. Auf Wiedersehen. Danke.